Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klunzen Let's Play Projekt. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Panic Restaurant von Taito oder Taito. Ich weiß es immer noch nicht, wie man diese Firma ausspricht. Wer mich hier korrigieren möchte, hier eure Chance. Worum geht's in Panic Restaurant? Panic Restaurant, ihr spielt die Rolle eines Chefkochs oder eines Sous-Chefs. Könnt das ja mal entscheiden. Und irgendein böser Mensch nimmt ihm sein Restaurant weg. Es gibt hier einen schönen Übersetzungsfehler, aber das zeige ich gleich, wenn ich jetzt das Ding einfach mal starte. Ich starte einfach das mit einem mächtigen Intro. Das sind wir übrigens. Hat ein bisschen was von einer Mischung aus Weihnachtsmann und irgendwas. Vielleicht die japanische Version von Horst Lichter, ich weiß es nicht. Und er wird mit Gemüse und Obst beworfen. Wie das halt so in der richtigen... Und da kommt nicht der Green Goblin. Und wir sind nicht bei Spider-Man. Oder... Ich bin Odaf. Ich habe dein Restaurant, ein kleines Restaurant übernommen. Ja. Und Odaf ist ein unglaublich granatenguter Übersetzung. Also erstmal lassen wir uns hier mal von Hühnern jagen. Ja, ich kenne das aus meinem Leben. Nein. Also, da, Odaf heißt eigentlich Odövre. Ja. Es ist aber irgendwie total falsch übersetzt worden. Also in der germanischen Version passt das. Bei uns, ja, nicht unbedingt, weil wir das natürlich wieder von der amerikanischen NTSC-Version übersetzt bekamen und die Amis kennen Odövre nicht. Ihr seht, man ist bewaffnet mit einer Bratpfanne. Man kann aber auch nur diesen, ja, soll ich sagen, Kill-Move machen mit der Pfanne. Einfach mal mitten einen mit der Bratpfanne geben. Die Coins, die man einsammelt, werden später noch wichtig. Das seht ihr, da gibt es so ein kleines Minigame. Das ist eigentlich nur dafür da, um Leben zu bekommen. Ja, Renan-mäßig werden hier Herzen verteilt. Das war nicht gut. Ihr seht, ihr habt auch nur diese kleine Anzahl an Herzen und dann ist das Leben weg. Die ersten drei Level kenne ich für die Leute, die immer wissen wollen, blind oder nicht blind. Ja, ist so quarterblind oder so. Das ist die nächste Waffe. Ihr seht, Power, Löffel. Ja, um einen schlechten Witz zu machen. Spoonie to the max. Ihr seht, hier steht auch Eaten. Ja, nicht das Eaten Place, sondern hier geht's ums Essen. Was man, glaube ich, erraten hätte können bis jetzt. Also es ist ein bisschen flackert und flickert. Das ist leider normal. Ich glaube, das war... Bonbon ist genau ein Herz. Aber um die maximale Anzahl von Herzen zu haben, müsst ihr wirklich dieses tolle Glücksspiel machen. Und wir sind jetzt schon beim ersten Boss. Ja, ich sag doch, wahnsinnig lang ist das Ding nicht. Das weiß ich nochmal. Ich glaube, das ging relativ einfach. Ich glaube, der könnte einfach wegtauchen. Und dann wurde er böse. Ja, das war nicht gut. Springen. So. Na komm. Ach. Ach, super. Jetzt habe ich natürlich die... Super Pfanne. Dann bin ich tot. Das, was schön ist an diesem tollen Game ist... Ach, natürlich. Machen wir natürlich da weiter. Super. Also man kann, soweit ich das weiß, Gott sei Dank die Levels ewig continuen. Aber was ich schon beim Testspielen... Na, super. ...gesehen habe, die Power-Ups sind dann weg. Das heißt, wenn er irgendwo liegen bleibt... Dann habt ihr keine Power-Ups. Das wird auf die Dauer nicht gut. Aber sonst an sich ist dieses Spiel eigentlich sehr gut machbar. So, es gibt Bonus. Das war die erste Stage. Wir sind mal gespannt, wie weit wir hier in Video 1 kommen. Ich bin total gespannt, ihr wahrscheinlich auch. Hier ist so eine Art Jackpot. Ich nehme das mal komplett. Ich hatte eh nur 5 Coins. Achso, man verliert übrigens auch, wenn man stirbt, auch alle Coins. So, das heißt, das war die Miete. Das war gar nichts. Und nach dem Appetizer kommt jetzt die Suppe. Und natürlich wollen wir diese Suppe auslöffeln. Gewöhnt euch schon an. Total lustige Wortspiele mit dem Thema Essen. Weg, 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 weg. Lass mich nicht von Puddingman besiegen. Komm. Ach, jetzt werde ich von Pizzen be... Passiert mir auch im Leben. Ja, ja. Ja, ja. Also das Setting von diesem Spiel finde ich echt... Wie komme ich denn da dran? Ich hoffe, da komme ich dran. Also erstmal mache ich den hier weg, weil er stört mich.
So. Da komme ich natürlich nicht dran. Warum komme ich da nicht dran? Komme ich so ran? Also der Löffel ist eine schöne Waffe. Es gibt später noch andere Waffen. Ich hoffe, die kann ich euch auch zeigen. Aha. Hier, dieser Lift ist übrigens ganz lustig. Muss man auch aufpassen. Wenn man natürlich nach unten geht, ist man tot. Nö. Ist ja klar. Ja. Dann ist das ja fair. Und 8-Bit, das passt auch nicht. So. Dann sind wir schon mal hier. Das sieht bis jetzt alles noch zu einfach aus. Ach, wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon im zweiten Abschnitt? Aha. Ist das eine Zwiebel? Ich glaube, das ist eine Zwiebel. Okay, das ist ein Apfel, der sich selber teilt. Ja, der erste Selbstmordapfel. Der hat mich gerade tatsächlich getroffen. Ja, auf sowas sollte man achten. Und jetzt ist man nämlich tot. So, und jetzt seht ihr, jetzt bin ich wieder mit dieser unglaublich genialen Waffe bewaffnet. So, kann ich da irgendwie wegtauchen? Kann ich. Ja. Oh, was ist das denn da? Kann ich da so ran? Ah, schön. Ein Herz mehr. Ich hoffe, das bleibt auch. Ich hoffe, das ist permanent. So, wir machen das auf Nummer sicher, weil ich möchte nicht in diesen ewigen Schacht fallen. Ich bin ja nicht irre. Ich meine, schon, aber eben nicht in diesem Game. So, da waren wir gerade schon. Ich kann auch nicht versprechen, ob ich nicht auf Save States oder so mal irgendwann zurückkomme. Wenn ihr zu oft die gleiche Stelle seht. Ja, den kann man treffen, das weiß ich noch. Hä? Ach so. Ja, nee, ist klar. Werden sie mal neulich vom Kronleuchter bedroht. Ja, hier ist mal ein Fall für den Elektroniker. Ah. Ja, dämlich. Dämlich. Komm, ganz schnell durch. Ganz schnell durch. Und, wieder. Ja, der Apfel ist mit das Gefährlichste, kann das sein? Oh, ist da wieder irgendwas unten? Da können wir was einsammeln. Da können wir auf jeden Fall wieder erstmal ein Herz holen. Das ist doch schon mal schön. Wenn ich hier runterspringen kann, ich Gott sei Dank. So, erstmal schälen wir die Zwiebel. Ist da natürlich richtig gut. Das ist auch nicht viel besser. Ah, weg mit dir. Aha. Das ist, glaube ich, die andere Waffe. Ich glaube, die... Was ist das denn? Ach so, das war hier Unverwundbarkeit. Natürlich. Wie es auch im richtigen Leben ist, setzt euch einfach mal so einen Kochtopf auf und rennt damit durch die Gegend. Wundert nicht, wenn irgendwelche Leute euch für leicht bescheuert halten. Ach, das war der. Super. Damit hätte man auch auf die Gegner springen können. Man hätte auch einfach diese Waffe verlieren können. Na super. Ja. Noch mehr Pudding. Ja. Wie ist das da irgendwie hier? Diese bekloppte Werbung da hier mit irgendwie mit Kuh und Pudding. Fällt mir gerade ein. Die finde ich immer noch extrem nervig. Ja. Natürlich. Natürlich, natürlich. Und schon wieder ist er tot. Und schon wieder kommen wir mit Superpfanne. Ah, ich musste irgendwie gucken, dass man dazwischen kommt. Das war ganz toll. Und ihr seht, man fängt tatsächlich ohne Coins an. Was super ist. Denn damit kann man dann beim Automaten nämlich nichts gewinnen. Na, spitze. Ja, 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 komm, du weg. Hier, komm, ich habe jetzt hier keine Zeit. Ich bin auf Pudding ganz schlecht zu sprechen. Da gibt es nicht nur Matsche, da gibt es aber mal ganz schnell hier mal Theater und so. Oh, da sind sie wieder. Da kommt gleich wieder der Apfel. Der gefährlichste Gegner. So, weg. Das war gut. Da ist noch ein Apfel, natürlich. Da ist der Löffel. Das ist gut. Ich denke, irgendwo nähern wir uns dem nächsten Endgegner. Ah! Ausgewichen? Kann ich noch zurück? Kann ich da hin?
Na komm. Ja, gut. Das geht. Weil dann holen wir uns auf jeden Fall nochmal ein Herz wieder. Nein! Ich spast! Ah! Ja, das sollte man übrigens nicht machen für Leute, die Let's Plays aufnehmen. So, da kommt ein Apfel. Ne? Apple a day keeps the doctor away. Ihr kennt das. Und jetzt wisst ihr auch warum. Muss ich jetzt wieder komplett von vorne anfangen? Ich glaube ja, ne? Naja gut, machen wir das mal eben einmal noch. Komm, geh weg. Geh weg. Weil, macht nicht den Fehler, bei solchen Spielen mal spontan mal einfach vom Screen weg zu gucken. Ist selten eine pfiffige Idee. Oh. Wow. Ihr seht auch, dass manche Gegner respawnen. Das habe ich aber... Ihr seht übrigens, ne? Hier, die Lebensanzeige, die ist dann weg. Das heißt, ich habe jetzt wieder nur 2 Herzen. Das wird mich wahrscheinlich in den nächsten Endkämpfen total freuen. So, wir gucken mal, ob wir es jetzt besser machen können. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Irgendwie. So, wir nehmen mal die Leiter hoch. Und haben so ein unglaubliches Déjà-vu. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Level einfach länger ist. Da kommt wieder super Apfel. Aber mit der Waffe haben wir jedenfalls eine bessere Reichweite. Es wird später noch, das werdet ihr ja gleich noch sehen. Ach! Super! Ganz toll gemacht und damit ist die Waffe weg. Hervorragend! Ah! Das sollte man eben nicht machen. Das ist dämlich. Und bevor einer das wissen will, ja, ziemlich dämlich. Einfach nicht machen, weil ist nicht gesund. Auch in Pizzen reinrennen ist manchmal sehr, sehr gefährlich. Kommt dort wieder ein Apfel, ne? Ah, stimmt, die gab's ja auch noch. Na komm. Ah, gut. Na. Ah. Ja, und am besten noch stehen bleiben, damit man nochmal einen abkriegt. Sehr vernünftig. Lauf, du Superkoch. Ah! Natürlich, noch einmal rein, weil ist... Und da seht ihr, die Specials sind weg, ne? Die Bonbons sind aber witzigerweise noch da, was natürlich ganz gut ist, weil... Na, ja. Komm, komm du. Mach die Zwiebel und hol dich weg. So, da ist wieder Unbesiegbarkeit. Es ist wieder Zeit für Supertopf. Der Held, der mit Sicherheit einen Drehwurm bekommt. Ach, den Spoon haben wir auch. So, mal gucken, ob ich euch jetzt mal zeigen kann. Eigentlich kann man damit diesen Gegner schlagen. Aber man kann es auch so machen, wie ich das kann. Nämlich nicht. Das ist ein sehr pazifistischer Koch. Das ist schön. Der hat, glaube ich, auch Angst, Eier in die Pfanne zu schlagen. Was in seinem Beruf, glaube ich, nicht ganz so gut ist. So, weg mit. So, Nummer 1 ist weg. Und da ist wieder ein Apfel. Ja, besser. So, hier war doch irgendwo der Löffel. Wir nehmen den Löffel mit. Oh, mach keinen Mist. Achso, da war das Ding. Das brauchen wir noch. Komm, das machen wir jetzt noch als letztes. Lisa. Boah. Ein bisschen irre bin ich dann schon, ne? Ich möchte es auch unbedingt spannend machen. Richtig. Langweilig kann ja jeder. Der eine oder andere macht's auch. Weg mit dir. So. Schön. Endkampf. Oh. Natürlich. Ja. Klar. Wir bekämpfen eine grüne Mikrowelle. Boah. Das war's. Schön. Schön. Ich liebe diese Gags. Ja. Da gehen die Hühner in eine bessere Welt. Keine schöne Geschichte, wenn ich das mal sagen darf. So. Machen wir schnell fertig.
Dann würde ich sagen, das bietet sich auch förmlich hier an, hier einen kleinen Cut zu setzen. Und dann sehen wir uns gleich in Teil 2 wieder. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und gleich gibt's was Leckeres auf den Tisch. Oder so ähnlich. Wir sehen uns.